Es war eine prächtige Show für einen guten Zweck. Im Zirkus Louis Knie in der Leopoldstädter Wielestraße 350 fand am Freitag, den 25. März, ein Charity-Event samt Tombola mit Musikern, Kabarettisten, Artisten, Clowns und Tieren statt. Als Eintritt bezahlten die Gäste eine freie Spende, welche dann an Global Family, den Reisebüro der Menschlichkeit, ging. Mit dem Erlös werden Mütter und deren Kinder sicher aus der Ukraine nach Österreich zu Global Family Gastgeberinnen und Hoteliers gebracht. Durch den Abend hätte eigentlich Dolores Schmiedinger führen sollen. Eine Erkrankung machte allerdings einen Strich durch die Rechnung und so sprang kurzerhand Peter Horak ein und führte in seiner gewohnt souveränen Art durch die Show, welche übrigens von einem Kinderballett und dem Mozart-Knabenchor eröffnet wurde. Die Schauspielerin Johanna Mertins, der Kabarettist Jack Nuri, der Opernsänger Steven Šešarek, der Eisschwimmer und Extremsportler Josef Köberl und viele mehr standen am Programm des Abends. Der ukrainische Gitarrist Andrei Tomaschenko und die junge Geigerin Xenia Muzika erfreuten die Besucher mit ihrem Auftritt. Übrigens beide eben erst als Flüchtlinge nach Wien gekommen. Im Publikum waren zahlreiche Gäste, aber auch viele Menschen aus der Ukraine, vornehmlich Frauen mit ihren Kindern. Es freut mich, dass ich Boris Bukowski da stehen habe. Ein toller Anlass, wenn auch ein trauriger, ne? Ziemlich trauriger, ja. Wahnsinn. Puh. Unfassbar. Ich habe noch vor 2,5 Monaten mit einem deutschen Freund darüber gesprochen, wie die russischen Truppen immer mehr die Ukraine umkreist haben. Und ich habe gesagt, ich halte meine Hand ins Feuer, dass es 2022 undenkbar ist, dass noch ein heißer Krieg in Europa geführt wird. Und so habe ich mich getäuscht. Und jetzt ist dieser Wahnsinn eingetreten und umso schöner ist, dass es Leute gibt, die helfen. Ne? Ich finde das ganz großartig. Ja. Das war in den letzten vielen Jahren ein bisschen mau und da hat man sich manchmal ein bisschen geniert für uns selber. Aber jetzt scheint das wieder anders zu sein und ich finde das großartig. Global Family, eine tolle Sache. Selbst schon sehr lange Botschafter, glaube ich. Ja, seit ein paar Jahren. Ich habe schon öfter mitgetan und den Krug kreisen lassen, wo bei meinen Konzerten die Leute was reinschmeißen konnten für Global Family. Und ich halte das für eine ganz tolle Idee. Tolle Sache. Freue mich, dass ich Boris Bukowski heute hier leibhaftig getroffen habe. Und ja, alles Gute. Danke sehr. Eben für diese war es vielleicht das erste Mal seit Längerem die Möglichkeit, ein wenig Ablenkung zu erfahren und vielleicht wieder lachen zu können. Den Kleinsten, die so viel durchgemacht haben, wurden an diesem Abend ein Strahlen in die Augen gezaubert und sie konnten wieder mal so richtig herzhaft lachen.
ukrainische Mutter saß neben uns mit ihrem Kleinkind und einem Baby, allein nach Österreich gekommen, ihr Mann in der Ukraine. Ängstlich blickt sie bei jeder Meldung auf ihr Handy, um dann sichtlich erleichtert wiederum in die Manege zu blicken. Irgendwann konnte sie ihren Schmerz aber nicht verbergen und sie begann fürchterlich zu weinen. Es gab viele solcher herzzerreißenden Szenen, aber es war auch schön, die Hilfsbereitschaft der Menschen zu sehen. Die Familie Polaska-Auer von Global Family Gründer Karl Polaska-Auer sind pausenlos im Einsatz, um den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen. Vielleicht trug dieser Abend bei, den Menschen ein wenig Hoffnung zu geben und ihnen das Gefühl zu vermitteln, sie sind nicht alleine. Eine tolle Veranstaltung heute, aber einerseits traurig, dass es notwendig ist. Ne? Genau, das trifft es auf den Punkt. Eigentlich sollte es keine Hilfsorganisation geben müssen, ja? Wenn alle Menschen friedlich miteinander umgehen würden und sich einander respektieren würden und nicht verurteilen. Ja? In dem Moment, wenn man Menschen verurteilt, ist man schon in einer negativen Energie. Ist leider so. Aber man muss dagegen ankämpfen und nicht aufhören, dagegen anzukämpfen und versuchen, Frieden zu stiften und zu helfen, logisch. Global Family war gleich vom Anfang an dabei. Ne? Anfang an? Bei der Hilfe. Nein, unmittelbar. Also wie das durch die Medien gegangen ist, war das Erste, was wir gemacht haben, dass ich alle Betriebe angeschrieben habe und gesagt habe, seid ihr bereit, jetzt kommen Flüchtlinge, seid ihr bereit, die längerfristig auch aufzunehmen. Und die Christine hat auf der anderen Seite eben Kontakt aufgenommen. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk in die Ukraine herein, also die jetzt da auch die Blumen gekriegt hat, deren ihr Mann ist unglaublich unterwegs, rettet tausende Menschen und wir sind ja eine kleine Hilfsorganisation, leisten einen kleinen Beitrag und den Hauptbeitrag leistet eben die Christina, die seither rund um die Uhr ja, sich keine freie Minute gönnt, um möglichst viele Menschen da rauszuholen. Sie war schon morgen ist es das fünfte Mal, dass sie an die Ukraine fährt. Familien abzuholen, wir haben ein paar Tonnen Hilfsgüter hingebracht und das Netzwerk wächst Gott sei Dank und alle Familien, die wir geholt haben, das sind also über 200 Menschen, alle Familien konnten wir in wirklich menschenwürdige Unterbringung bringen, also sprich Hotels, Apartments in Privatquartieren. Nur drei Familien war eine Nacht im Aufnahmezentrum, alle anderen haben unmittelbar wirklich schöne Quartiere bekommen und sind vor allem herzlich empfangen worden, also unglaublich. Ja. Eine Geschichte, wenn ich nur erzählen darf, eine Geschichte, ja. Wie sie den ersten Bus geholt hat, hätten zwei schwangere Frauen dabei sein sollen. Eine ist nicht angekommen, weil die Information war, dass sie aus dem Bunker gegangen ist mit dem Hund. Den Hund hat man tot gefunden und die Frau war verschwunden. Und alle waren in tiefer Trauer, weil wir gedacht haben, es ist ja also das Schlimmste passiert. Dann kam die Meldung, dass sie gefunden wurde. Ja? Und sie hat gesagt, sie will unbedingt zur Christina nach Wien. Das heißt, sie ist über Warschau, über Berlin, über Deutschland nach Wien gekommen. Diesen riesen Umweg, um hier anzukommen und die Christina zu treffen. Ganz toll. Und wir haben drinnen geschaut, die Kinder, man sieht das den Kindern richtig an, dass die lachen, die sind... Also das sieht man in den Augen an, dass sie sich wohlfühlen. Ja, ich glaube, Kinder haben die Fähigkeit, Schlimmes relativ schnell zu überspielen. Ob sie es gleich bewältigen, ist eine andere Geschichte. Aber Kinder können das Gott sei Dank. Also ganz toll, dass es Global Family gibt und dass ihr euch so reinkniet. Danke, machen wir gerne. Wenn es um eine gute Sache geht, darf der Mr. Ferrari nicht fehlen. Also wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, bin ich schon glücklich. Am meisten trifft es mir natürlich herzlich und mein Mitgefühl. Also das, was ich da heute ein bisschen spende, das macht das Kraut nicht weit. Aber ich kann wenigstens einen Beitrag leisten, indem ich ein ehrliches Mitgefühl. Weil wenn man das im Fernsehen sieht, also ich fange oft zum Weinen an. Ich muss weiter schalten, weil mich das so trifft. Ich habe einen Schock. Wie viele in Österreich schockiert sind. Und darum
so wie heute diese Veranstaltung, wo man ein bisschen abschalten kann, wo die Kinder auftreten aus der Ukraine, Freude haben, selbst Freude haben, die Menschen auch Freude haben, ein bisschen vielleicht das Vergessen. Und das ist so positiv und darum, überhaupt wie in Österreich, also ich muss ehrlich sagen, so viele Aktionen, Nachbarn in Not und, was da wirklich gemacht wird. Also die Österreicherinnen und Österreicher haben ein soziales Herz und da kann man stolz sein. Ja, das muss man ehrlich sagen. Ja. Und es sind ja heute auch Leute aus Polen da, wir hatten ein polnisches Team auch interviewt und da habe ich auch gesagt, also Polen bitte, die haben 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Ein Wahnsinn, bitte. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Land da leistet. Also, nein, also, und ich hoffe wirklich, dass das bald beendet wird und das endlich wieder einmal. Ja, weil da relativiert sich dann vieles im Leben. Da sind die Wertigkeiten und Wichtigkeiten ganz andere. Ganz anders. Jetzt haben wir gehabt, die Pandemie, da haben schon viele zum Nachdenken angefangen, auch ich über die Wertigkeiten und Wichtigkeiten. Und jetzt den Krieg, was kommt jetzt noch? Na, das ist noch ein Erdbeben vielleicht, ein weltweites oder was? Also, es ist alles ein Wahnsinn. Aber wir müssen trotzdem positiv denken und uns gegenseitig motivieren. Absolut. Und vielleicht mit eurem Beitrag trägt es vielleicht auch ein bisschen dazu bei. Wir werden es probieren. Genau. Ich danke dir schön. Alles Gute. Hast du es für möglich gehalten, dass wir wegen so einem Anlass hier mal stehen? Also mittlerweile glaube ich, es ist gar nichts mehr unmöglich. Sehr traurig in der heutigen Zeit, dass noch Krieg herrschen muss, damit sich Machthaber irgendwie, weiß nicht, glücklich fühlen oder sonst irgendetwas. Es trifft immer nur die Unschuldigen. Egal, ob sie hinter der Waffe sind oder vor der Waffe, es trifft die Falschen. Ja. Wenn sich Staatsmänner unbedingt bekriegen wollen, dann sollen sie in einen Ring gehen und sich gemeinsam ausmachen. Und alles andere ist absolut unnötig. Da kann ich nur beipflichten, da kann man wirklich nichts sagen. Dann sollen sie es wirklich selbst ausmachen. Ganz genau. Wie in guten alten Zeiten im Duell. So und nicht anders. Unschuldige werden nicht verletzt und nur die Streithanseln tun sich weh. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank. Bitte gerne. Danke. Ja, Peter. Ein schöner Anlass, ein wunderbarer Abend, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, natürlich ist es so, aber es ist natürlich, wir sind doch auch Künstler. Und ich wurde erst vorgestern angefragt, einzuspringen für die Dolores Schmiedinger, die leider Corona erlitten hat. Das heißt, das zweite Einspringen für mich in dieser Woche nach der Tribüne, wo der Gerhard Ernst es auch erwischt hat, habe ich gesagt, selbstverständlich mache ich das für den guten Zweck und habe mich vorbereitet und versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, es ist gelungen. Absolut. Und vor allem, wenn man die Kinderaugen gesehen hat, wir haben das beobachten können, herrlich, wirklich herrlich. Also die haben wirklich alles abgelegt für die 2 Stunden, was jetzt waren. Na, es war toll, die Kinder haben sich gefreut, es war Animation. Aber natürlich hat die Global Family da wahnsinnig dazu viel beigetragen. Die haben das auf die Beine gestellt mit dem Zirkusdirektor Luis Knie. Also bravo. Steven, du hast... Ja. Wunderbar, die ukrainische Hymne gesungen. Ja, ja. Wie lange hast du gebraucht? Oh, seit einer Woche schaue ich das an. Ja, ja. Okay. Ich habe einmal eine Oper auf Russisch gemacht, aber das ist ein bisschen was anderes. Natürlich, es ist so inspirierend für diese Leute, das so zu machen. Die Gabe sind aufgestanden natürlich. Es ist ein schöner Anlass, aber es ist auch ein trauriger Anlass. Ja, genau. Ja. Hast du geglaubt, dass das noch einmal passieren kann, so etwas wie jetzt in der Ukraine? Nein, das war schrecklich, überraschend und
eigentlich eine furchtbare Situation. Ich meine, jetzt haben wir sowieso 2 Jahre diese blöde Corona-Pandemie und jetzt kommt noch dieser scheißliche Krieg dazu. Ich meine, es ist eine ungute Zeit. Absolut. Und wir müssen da durch heute und wir versuchen das Beste zu machen. Und ich glaube, Österreich ist da wirklich sehr intensiv dran, den Ukrainern zu helfen, damit die wenigstens weiterleben können. Und ich hoffe, dass sie dann wieder in ihre Heimat können, dass es wieder glücklich ausgehen wird. Wollen wir doch alle hoffen. Ja. Ne? Ja, haben wir das jetzt gebraucht, dass wir wieder zusammenrücken? Weil ich habe das Gefühl, dass der Westen wiederum sich ein bisschen näher kommt. Ja, das hoffen wir. Wir müssen einfach dagegen stehen. Und ja, das kommt die Flüchtlinge nach Polen, wird sehr viele nach Österreich kommen. Wir müssen einfach diese Leute helfen, so gut wie es geht. Und hoffentlich wird es schnell vorbei. Ja, und ich glaube, das sind wir als Demokratie auch verpflichtet, dass wir sie da auch Stellung beziehen. Absolut, das ist unsere Pflicht. Wir sind ein neutrales Land und ich glaube, wir haben das ganz einfach zu bewerkstelligen. Und ich glaube, man hat heute gesehen, hier im Zirkus, die Leute haben sich gefreut, sie wurden ein bisschen abgelenkt von ihren wirklichen Sorgen, die die haben. Die haben Probleme, die wir nicht kennen, Gott sei Dank nicht kennen. Aber man muss diese Leute unterstützen und ich finde das wunderbar und ich freue mich, da mithelfen zu können. Ich sage euch recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein wunderschöner Abend und ihr habt sicher sehr, sehr vielen Menschen Freude bereitet. Dankeschön. Bitte, bitte. Danke. Ja, jetzt habe ich in Direkter vom Zirkus Louis Knie vor dem Mikrofon. Ein wirklich fantastischer Abend. Der Zirkus Louis Knie, die Akteure sind immer super, aber heute, das war ganz ein besonderer Abend. Ja, danke. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir wollten natürlich auch der Ukraine helfen, ja, da wir schon jahrelang mit ukrainischen Artisten auch zusammenarbeiten. Haben selber über 10 Leute, die hier bei uns arbeiten, im Programm auch, ja. Und es hat uns sehr Freude gemacht, dass wir mit dieser Spende denen ein bisschen helfen konnten. Aber es liegt in unserem Herzen und wir sind alle sehr glücklich. Und es war wunderschön, wie wir herumgeschaut haben, die Kinder, da sind richtig die Augen aufgegangen und man hat gesehen, es war ein bisschen die Zeit vergessen. Das ist richtig. Wir hoffen, mit diesen 2,5-3 Stunden haben wir allen ein bisschen eine Freude gemacht. Ja, und nichtsdestotrotz, man kann auch so zum Zirkus Knie kommen. Das auf jeden Fall. Wir sind noch bis 1. Mai hier. Forschung immer Freitag bis Sonntag 14 Uhr und 17 Uhr und am Sonntag 11 Uhr und 15 Uhr. Und es gibt auch eine Zirkusschule? Jawohl, richtig. Und zwar in den Sommerferien machen wir jeweils einen Monat lang Zirkusschule. Das heißt, die Kinder kommen immer von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu uns im Zirkus. Und es gibt 7 bis 10 verschiedene Blöcke, wo die Kinder mitmachen können. Ja. Und die lernen dann die ganze Woche mit unseren Zirkusartisten Clownerie, Meditiere, Drahtseil, Jonglage, Luftnummern oder verschiedene Sachen. Und dann am Freitag um 15 Uhr ist die Abschiedsvorstellung, wo der Rest von der Familie kommen kann und zuschauen, was die Kinder bei uns in dieser Woche gelernt haben. Und da kann man sich anmelden? Da kann man sich anmelden. Das ist noch nicht draußen im Internet, aber wir haben jetzt entschieden, wir bleiben etwas länger in Wien noch und wir werden die Zirkusschule wieder hier in Wien machen. Wunderbar, das wird eine ganz tolle Sache werden. Also das, was wir heute gesehen haben, das war fantastisch. Dankeschön. Danke.